Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Nach einer etwas längeren Pause heute mal ein kleines kurzes Zwischenvideo, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar hat mir ein Nutzer geschrieben, dass er eine sehr interessante Fehlermeldung erhalten hat. Und ich möchte euch heute zeigen, wie diese Fehlermeldung zustande kommt. Und die entsteht beim Exportieren in das Spectra DSN Format, um dann mit dem Autorouter zu arbeiten. Was war also passiert? Ich habe auch eine Weile gebraucht, um den Fehler zu nachvollziehen zu können, zu rekapitulieren. Und zwar ist Folgendes passiert. Er hat also hier ein Mounting Hole gehabt in seiner Platine und ihm war also Folgendes passiert, dass hier die Referenz verloren gegangen ist. Das ist hier soweit kein Problem. Wir haben also jetzt hier ein Bauelement ohne Referenz. Wir können auch den DRC Rule Check laufen lassen. Wir sehen keine Fehlermeldung, denn das ist hier wird nur der elektrische Teil geprüft und nicht die Referenzen. Das heißt also mit anderen Worten, elektrisch gibt es hier nichts zu beanstanden. Deshalb erhält man hier auch beim DRC-Check keine Fehlermeldung. Wir haben also keine Bauteilreferenz. Wenn ich aber jetzt hier hergehe und möchte diese Datei in Spectra DSN exportieren, dann kann ich das jetzt hier einfach mal tun. Und sobald ich das hier machen möchte, erhalte ich hier also eine Fehlermeldung. Export ist nicht möglich. Und wir sehen hier das Wert, dass dieses Bauteil also keine Referenz-ID hat. Und wir sehen jetzt hier, wäre es noch einfach an dieser Fehlermeldung. Wir sehen nämlich, dass das Bauteil mit dem Wert Mounting Hole 3,2 mm M3 hat keine Referenz. Ihm war noch zusätzlich passiert, dass er hier nicht nur die Referenz gelöscht hatte, sondern auch noch den Bauteilwert. Das heißt, die ganze Sache sah so aus. Und wenn wir jetzt hier mal speichern, auch hier nochmal der DRC-Check gezeigt. Wir sehen hier alles okay. Und jetzt exportieren wir hier das Ganze nochmal oder versuchen es zu exportieren. Und dann sehen wir hier also die Fehlermeldung, dass nämlich das Bauteil mit dem Wert nichts keine Referenz-ID hat. Und da wird es dann schwierig, sowas zu finden. Das hat also bei ihm dann doch eine ganze Weile gedauert. Er hat es dann aber dennoch gefunden und konnte dann auch ins Spectra DSN-Format exportieren. Wie gesagt, hier bei einem Bauelement ist das natürlich jetzt kein Problem. Wenn man natürlich auf der Platine dann vielleicht 100 Bauelemente hat, wird es dann schon schwierig, das zu finden. Da also bitte unbedingt darauf Acht geben, bei keinem Bauteil, auch nicht bei Mounting Holes, irgendwo hier mit der Taste E die Referenzwerte entfernen. Ja, das darf also nicht passieren, sonst erhaltet ihr diese Fehlermeldung. Wer das schon mal gehabt hat, weiß jetzt, wonach er suchen muss unter seinen Bauteilen. Da fehlt dann in irgendeinem Bauteil auf der Platine die Referenz. Wenn ich dann hier wieder was eintrage, sobald ich jetzt hier was eintrage und OK klicke, kann ich auch ins Spectra DSN-Format problemlos exportieren. Referenz muss halt einfach da sein. Bauteilwert ist noch nicht mal so entscheidend, aber die Referenz. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Nur ein kleines, kurzes Video und demnächst geht es dann weiter mit dem Tutorials. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.